Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf-Video von mir. Wir stehen hier in Vorpinter, wie ihr sehen könnt. Da aktuell, wo ich das hier gerade noch aufnehme, ich weiß nicht, wann das Video kommt, deswegen sage ich euch direkt, ich weiß nicht, ob die Pferde noch reduziert sind, aber wo ich das hier gerade aufnehme, gibt es immer noch den Rabatt von Guglielmo Gadea auf die American Paint Horse, die American Quarter Horse und die Charlie Horse der Generation 3. Und einen American Paint Horse habe ich mir bereits gekauft gehabt und jetzt möchte ich mir noch einen Charlie Horse kaufen. Ob ich mir noch einen American Quarter Horse kaufe, weiß ich nicht. Die Star Coins hätte ich zwar dazu, aber da gucke ich mir nochmal die Farben an, ob ich da nochmal was finde, was mir wirklich zusagt, weil ich nicht so der Fan davon bin. Aber hier in diesem Video soll es um die Charlies gehen. Ich habe bereits dieses gute Stückchen hier und dieses gute Stückchen hier. Das heißt, wir haben noch die Wahl zwischen dem Fuchs, dem Falbschecken oder Buckskin-Schecken, ich weiß es gerade nicht, dem Apfelschimmel, dem Fuchsschecken und ja, also zwischen denen haben wir noch die Wahl tatsächlich. Also gefallen tun mir natürlich alle. Der Apfelschimmel ist schön, allerdings habe ich mir von dem American Paint Horse erst einen Apfelschimmel gekauft gehabt. Deswegen tendiere ich tatsächlich gerade zu dem Buckskin-Checken oder Falbschecken. Ich weiß nicht genau, was es ist. Jedenfalls tendiere ich gerade tatsächlich zu dem guten Stückchen hier. Allerdings finde ich den Fuchs mit seinen Stiefeln da hinten auch richtig hübsch. Ich muss mal gucken, welches jetzt am Ende einziehen darf. Ich meine, gut, wenn ich mir jetzt hier den Apfelschimmel hole, dann habe ich halt die Ecke hier fertig gekauft, gell? Es fehlen mir dann, also so oder so, es fehlen mir auf jeden Fall dann nur noch 3 Charlie Horse und dann habe ich die Rasse voll. Da ich das Pferd aus der App auch schon habe. Und das Heidrun habe ich auch noch gleichzeitig. Muss ich mal gucken, ich weiß es nicht. Tatsächlich tendiere ich gerade eher zu dem Falbschecken hier. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich guck mal gerade, was ich in meinem schlauen Buch denn zu den Charlie Horse stehen habe. Hier. Habe ich dafür denn schon einen Namen? Ja, tatsächlich hätte ich da auch schon einen Namen für. Aber gefällt mir der Name denn auch noch? Das weiß ich nicht. Ich guck mal. Jedenfalls, das Charlie Horse ist ein Generation 3 Pferd, ist 2019 das erste Mal ins Spiel reingekommen. Kostet normalerweise 850 Star Coins, gibt es aktuell reduziert für 510 Star Coins. Also ist es gute 340 Star Coins günstiger als sonst. Da kann man richtig sparen. Gibt es in 7 Farben. Davon ist ein Pferd in der App. Außerdem gibt es noch ein magisches Pferd im Charlie-Modell, nämlich das Heidrun. Die Pferde sind ab Level 6 kaufbar und das Charlie hat eine besondere Gangart, nämlich die Charlie Shuffle. Und ein kleiner Fun Fact, das Charlie Horse hat hypoallergene Haare, sprich kann auch von Menschen mit Pferdehaarallergie geritten werden tatsächlich. So, außerdem kommt es mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 3 und Agilität plus 1. Ist wie gesagt ab Level 6 kaufbar. Und aktuell stehen die hier in Firgrove. Ich weiß auch nicht, wie lange die noch hier stehen. Beziehungsweise eins ist ja in der App und das Heidrun gibt es nur zum Weihnachtsevent. Das sollte also auch bald wieder kommen. So. Mit seinem markanten, wolligen Fell ist das Charlie kuschelig wie ein Teddybär. Doch unter seinem flauschigen Äußeren schlägt das tapfere Herz eines Grizzlies. Wenn du nach einem cleveren Begleiter mit freundlichem Wesen und außergewöhnlicher Ausdauer suchst, ist das Charlie die richtige Wahl. Aber woher kommt eigentlich das bemerkenswerte Fell des Charlies? Was den Ursprung des Charlies in Amerika anbetrifft, ist die Pferdewelt gespalten, sodass es unterschiedliche Rassennamen und Zuchtbücher für die Pferde mit ähnlichen Eigenschaften gibt. Manche glauben, dass das Charlie vom russischen Barschkirn abstammt, während andere Beweise dafür anführen, dass gelocktes Fell seit mindestens 200 Jahren in Mustangs des amerikanischen Mittleren Westens nachzuweisen ist.
Zu Beginn der Anerkennung des Churleys wurden auch andere Rassen mit in das Zuchtbuch aufgenommen, wie zum Beispiel das Gangpferd Missouri Foxtrotter. Wo auch immer sein Ursprung liegt, sobald deine Finger durch das weiche, gekräuselte Haar fahren, wird dir klar, dass das Churley ein echtes Naturwunder ist. Aber das einzigartige Fell und die krausen Mähne sind nicht nur ein Augenschmaus. Sein Haar ist hypoallergen, sodass Churley Horse auch von Reitern mit Pferdeallergie ohne Probleme geritten werden kann. Churleys sind ruhig, fleißig und äußerst intelligent und stellen sowohl für neue Reiter als auch für ernsthafte Wettkämpfer ausgezeichnete Pferde dar. Sie sind echte Alleskönner mit bemerkenswerter Ausdauer und eignen sich bestens für Reiter, die eine Vielzahl von Disziplinen sowohl der englischen als auch der Western-Reitweise bestreiten. Wobei sie besonders beim Trailreiten hervorstechen. Während in der restlichen Welt nur wenige Churleys Gangpferde sind, werden auf Jorvik alle Churleys mit dieser außergewöhnlichen Eigenschaft geboren. Der Curly Shuffle ist eine unverkennbare Gangart, die sich perfekt dazu eignet, über Jorviks viele Wanderwege zu spazieren. Ob du nur nach einem Gangpferd für deinen Ausritt oder nach einem hart arbeitenden Turnierpferd suchst, das keine Allergien auslöst, das gemütliche Churley Horse wird deinen Stall auf jeden Fall mit Freude füllen. Ja, das ist das Churley Horse der Generation 3. Ich mag es sehr, ich mag das Fell sehr gerne. Ich finde die absolut knuddelig und ich finde es sehr schön, dass das Pferd hier zweifarbige Augen hat. Dann gucken wir mal uns jetzt die Gangarten an. Der Schritt. Der Trab. Der Kanter. Der Galopp. Der schnelle Galopp. Und die spezielle Gangart, der Curly Shuffle. Ja, das ist quasi sowas wie der Tölt beim Isländer. So, dann gucken wir uns also die Mähnen an. Das ist die Standardmähne. Die Standardmähne ist beidseitig, wunderschön gelockt. Auch der Schweif ist gelockt. Dann haben wir die kurze Mähne. Auch wieder beidseitig. Mehrfarbig. Leider weder Mähne noch Schweif gelockt. Die Zöpfchen. Zweifarbig auch diesmal, haben sie wieder drauf geachtet, auf die Mähne. Dann haben wir diese etwas längere Mähne, die ist nur einseitig tatsächlich. Und auch hier ist wieder nichts gelockt. Und diese längere Mähne, da ist die Mähne und der Schweif etwas gelockt. Aber tatsächlich bleibe ich bei der Standardmähne, weil ich dieses Gelockte und wahrscheinlich mag. So, personalisieren und kaufen. Es ist bei mir ein Erwachsener. Ich hatte das bei mir im Buch als Stute eingetragen und laut meinem Buch wollte ich es Cute Girl nennen. Aber ehrlich gesagt finde ich, passt zu dem Pferd tatsächlich eher ein Hengst. Silver Zodiac würde ich jetzt nicht nennen, weil er tatsächlich nicht Silver ist. Winter Willow. Rising Amber. Was heißt denn Rising? Wo ist denn mein Handy schon wieder? Hier ist mein Handy. Oh. Und mal wieder hier. Nee, nicht Riding, Rising. Steigend. Nee. Steigendes Talent. Rising... Nee. Rising Weather. Nee. Rising Storm. Finde ich tatsächlich ganz cool irgendwie. Könntest du das bitte lassen? Dankeschön, Katze. Also wenn ihr was im Hintergrund hört, das sind die Katzen, gell? Rising Storm. Finde ich tatsächlich ganz geil irgendwie. Man könnte das auch mit der Aufstand, die Erhebung oder das Steigen, der Aufgang, der aufkommende Sturm quasi, kann man das auch übersetzen. Oh, der aufkommende Sturm, das ist doch geil. Rising Storm, ja, ich glaube, wir nennen ihn tatsächlich Rising Storm. Dann muss ich das gerade hier in meinem Büchlein ändern. Kommt davon, wenn man zu viel im Voraus plant und dann...
Aber Cute Girl werde ich mir noch merken. So nenne ich irgendwann mal einen Pony. Rising Storm. Aufkommender Sturm. Das ist doch cool. Und du bist ein Hengst und keine Stute. Bei mir dann tatsächlich. Ja, super. Rising Storm. Finde ich ein schicker Name. Finde ich cool. Pferd kaufen. Ja, ich bin sicher, dass du Pferd kaufen möchtest. Es ist ein Erwachsener und es ist ein Hengst bei mir. Genau. Perfekt. Hi. Na du? Oh, ich liebe das, wenn die Pferde blaue Augen haben, gell? Ich liebe das. Na, du Hübscher. Ich werde den Guten jetzt in den Stall schicken und dann werden wir uns gleich irgendwo sehen, wo ich euch die Gangarten zeige. Ja, bis gleich. So, hier stehe ich jetzt mit unserem kleinen Stormy. Ich habe ihm das Zeug der Abenddämmerung draufgepackt, zusammen mit dem Düsterflügelraben, den wir beim Halloween-Event herstellen konnten quasi. Finde ich ehrlich gesagt, dass das dunkle Zeug ihm super gut steht. Und der Düsterflügelrabe bildet dann nochmal einen Kontrast dazu. Ich finde ihn wunderschön. Farblich finde ich ihn 1A, finde ich ihn super schön. Ich liebe ja sowieso Schecken. Und die Mischung aus diesem Orangenen quasi mit dem Weißen dann dazu, ein Traum. Finde ich einfach wunderbar. Ist es einfach unglaublich hübsch. Ich bin absolut verliebt. So ein schönes Pferd. Ich freue mich richtig darauf, den auszuleveln. Und ich mag es total, dass er zwei verschiedene Augen hat, auch wenn er richtig böse guckt. Ja, also farblich ein Träumchen. Und ich bin ja generell auch ein Fan von den Shirley Horse tatsächlich. Die stehen bei mir jetzt nicht ganz oben, aber sie stehen dann schon so, ich würde fast sagen, sie sind unter den Top 10. Würde ich fast sagen, dass sie sind unter den Top 10. Weil sie einfach wirklich tolle Tiere sind tolle Pferde. Ich finde sie wunderschön. Ich finde sie super knuddelig. Ich liebe die richtig. Die sind richtig knuddelig, ohne Witz. Und ich bin einfach ganz happy mit dem Süßen, dass ich ihn jetzt habe. Und dass mir jetzt auch nur noch 3 Churlies fehlen, bis ich dann tatsächlich die komplette Rasse voll habe. Die werde ich jetzt nicht mehr voll machen. Ich meine, das letzte Mal waren die Churlies im Angebot. Da hatte ich mir Coffee Bean und wie hieß die andere noch? Sun Magic geholt gehabt. Das war letztes Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Und dann kann ich mir nächstes Jahr dann nochmal ein Shirley holen, falls die nächstes Jahr nochmal reduziert sein sollten. Aber auch so finde ich die wirklich hübsch. Ich würde die mir auch für den vollen Preis von 850 Starcoins kaufen. Also, aber bei Rabatten schlage ich natürlich lieber zu als so. Ja. Dann zeige ich euch jetzt noch die Gangarten und danach gibt es mein endgültiges Fazit, auch was die Gangarten etc. betrifft. Und viel Spaß dabei!
das waren die Gangarten des Churly Horse. Ich mag das Churly Horse sehr. Ich finde es vom Reitgefühl her sehr angenehm. Ich habe meine drei Churly Horse beziehungsweise plus das Heidrun sehr, sehr gerne ausgelevelt. Habe ich sehr gemocht. Bin ich sehr gerne geritten tatsächlich. Sehr viel geritten auch. Und ich finde die auch tatsächlich vom Reitgefühl her super. Und auch von den Animationen her kann ich nicht meckern. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt tatsächlich, ist, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht. Also im Galopp und schnellen Galopp sieht es ein bisschen komisch aus tatsächlich. Aber es fällt einfach nicht auf, wenn du mit dem Pferd so rumrennst. Das fällt mir nicht auf, das stört mich nicht. Den Churly Shuffle benutze ich persönlich nicht oder kaum. Wenn dann nur mal für Fotos, weil ich kann mit den speziellen Animationen nicht wirklich was anfangen. Aber das ist ja dann meine Sache. Ich brauche es nicht unbedingt, aber es ist trotzdem schön, dass es da ist. Und das Pferd ist alleine vom Aussehen her ein wahrer Traum und einfach toll. Ich freue mich sehr, dass ich den hübschen Jungen jetzt habe. Dass er jetzt in meinem Stall steht und auch, wahrscheinlich erst nächstes Jahr ausgelevelt wird. Ich bin gerade aktuell am Leveln, aber ich bin ein bisschen langsam gerade. Das war es dann von mir. Also von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung für die Churly Horse. Gerade jetzt, wo die Rabatte sind, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!